Meine lieben Freunde, Six All in the Mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das zweite Video am Abend und ich dachte mir, ich gehe mal ganz kurz zu Papa Ari, den Laden von Arafat Abushaka. Wir sind jetzt gerade davor. Ich sehe auf jeden Fall nichts von der Schießerei. Ich glaube, die Gläser wurden schon gewechselt. Aber was wir heute machen ist, wir gehen rein, setzen uns hin, sagen den Aziz Hallo. Das ist ein richtig cooler Typ. Und ja, essen ein bisschen was. Ja? Was sich vielleicht an der Qualität verändert hat oder auch nicht. Es ist mir wichtig, dass ich euch ein bisschen zeige, wie es hier so aussieht. Und dass der Ort komplett ungefährlich ist. Ja, es ist Müll. Die Medien übertreiben natürlich wieder. Und ja, wir sind davor. Ja. Wir stehen davor. Hier schauen wir mal. Ja, also hier an den Scheiben sehe ich zum Beispiel absolut gar nichts. Nagelneue Scheiben wahrscheinlich. Kameras oben sehe ich zum Beispiel. Ich glaube, derjenige, dem das gehört, der guckt auch zu gerade. Und ja, keine Einschusslöcher, nichts. Ja, wir sind bei Papa Ari. Ja. Auch hier alles Paletti. Ja, wahrscheinlich haben sie auch die Scheiben gewechselt. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geben wir gleich was essen. Und ich habe auch schon ziemlich Hunger, deswegen bin ich ja hergekommen. Und ja, hier sehen wir nochmal ein bisschen Logo an der Seite. So sieht das hier aus. Papa Ari. Einmalig der Einzigartige sozusagen. Ja, ja, von Stress keine Spur. Wir setzen uns jetzt hin. Komm, sagen wir mal ganz kurz. Sagen wir mal ganz kurz dem jungen Mann Hallo. Wenn wir dann schon hier sind. Hallo Aziz Meister, wie geht's dir? Hallo. Alles okay? Ich habe nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Wo bist du? Ich habe dein Essen vermisst. Jetzt haben wir schon ein bisschen was bestellt. Und Essen natürlich, ja. Das ist ein richtig cooler Typ. Der ist immer hier, macht das beste Essen hier in dieser Umgebung. Und ja. Dankeschön, mein Lieber. Wie geht's dir? Alles okay? Ja. Was soll man machen, ne? Mein Leben geht weiter. Ja, sehr geil. Bester Mann. Er ist der Geilste, Bruder. Er ist der Beste. Bruder, ich bin extra wegen dir gekommen heute, weil ich war in der Nähe. Und ich habe auch selber sehr viel zu tun. Ich bin immer unterwegs viel, aber heute bin ich hier und dachte mir, wie es zu Aziz ist. Setz dich hin, geht was essen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was heute zaubert. Genau, nochmal der Kaffee, der Teller und genau, Reis, ein bisschen Pommes. Halas, Dankeschön, Bruder. Grüße gehen raus noch an den anderen Kollegen, der hier öfter mal ist. Wie heißt er nochmal? Abu Hamza. Nee, wie heißt er? Abu Salman. Die Deutsche. Abu Salman. Abu Salman. Abu Salman, grüße gehen raus an dich natürlich. Und er hat jetzt Urlaub. Nee, der hat jetzt Pause. Pause mit Kindern. Mit Kindern, wa? Mit Kindern, ist so. Grüße gehen raus an dich auf jeden Fall. Aber Aziz hat niemals Pause. Nein, nein, Bruder, ich tut Pause. Das ist der beste Koch in Deutschland. Habt ihr das gehört, Freunde? Danke. Wollt ihr das nochmal sagen? Ich kenne keinen anderen. Gehen Sie öfters hier essen? Ja. Okay. Dankeschön, meine Schatz. Ja. Das ist er wirklich. Der beste Koch der Welt. Das ist ja, er wirklich. Ja, okay. Der ist wirklich. Sein Essen ist wundervoll. Ich war gerade in Neukölln, Treptow, und das allererste, als ich gedacht habe, ich habe Hunger, aber als allererstes, was ich gedacht habe, hey, Papa Ari ist doch hier in der Nähe. Ja. Und Aziz ist doch hier. Ja. Zack. Bevor ich nach Neukölln tief reinfahre, ich komme lieber hier. Ja. Ich war ja hier in der Treptower Park, weißt du? Aha. Sehr, sehr stark. Immer, immer sehr, sehr stark. Immer freundlich, immer lächeln. Ja, immer. Er ist konstant. Konstant, ne? Ja. Immer, immer. Ich habe noch nie gesehen, dass er so eine Fresse zieht. Noch nie. Nein. Er lächelt immer. Ja. Ja? Stark. Ein ganz lieber Mensch. Noch nie negativ. Noch nie negativ ganz gesehen. Ganz lieber Mensch. Ja. Aziz, du hast noch nie zu mir ein Wort gesagt. Nix. Warum? Mach, ja, heute, ist egal. So, mein 100 Leute, ist mir egal. Du bist immer... Du lächelst Stahl, Bruder. Also er hat doch schon damals gesagt. Ich bin mein Bruder. Ich bin seine Schwester. Du bist die Schwester. Sehr gut. Richtig? Sehr gut. Ja. Richtig. Er hat doch schon damals gesagt, im letzten Video, er liebt seine Arbeit. Er liebt ja das, was er macht. Der Kollege ist echt ein sehr, sehr cooler Typ. Ja, also das Essen ist eigentlich wirklich unfassbar. Würde ich jetzt nicht einfach so sagen. Kommt doch mal bitte einmal selber vorbei und guck doch mal selber an. Ja? Ich meine, der Laden braucht keine Werbung. Hat es auch nicht nötig. Ich bin jetzt einfach hier auf Kumpel rüber. Rübergekommen, weil mir das Essen wirklich sehr gut schmeckt. Hier die Kaffee ist unschlagbar, aber auch ganz viele andere Dinge wie Burger und Pizza. Der macht es einfach sehr gut. Wenn die Liebe stimmt, also wenn die Energie stimmt, ja, also der Typ ist, hat nicht nur sein Herz am rechten Fleck, sondern auch so ein Herz wie mein Kopf. Ist ein sehr, sehr cooler Typ, wirklich. Ich mag den so sehr, kenne ihn schon seit einigen Jahren.
komme mal gerne her. Wow, Bruder, ich danke dir wirklich herzlich von allem Herzen. Schaut euch bitte an, was er gezaubert hat. Noch ein Cola, Bruder? Mit Pommes, mit Reis. Ja, bitte, Bruder. Mit ja, bitte. Alles. Sehr, sehr gerne. Guck mal, bitte. Alles. Alles, was ihr wollt. Ja? Also jetzt hier live und direct gleich von den Test, Alter. Die Home ist auch mal sehr, sehr gut hier. Die machen mir gutes Essen, ja, wirklich. Mhm. Und immer alles sehr, sehr frisch. Alter Schwede. Wir machen uns jetzt an die Kraft daran. Zerschneiden. Auf jeden Fall super krass lecker und ja. Stell mir gerade vor, ihr sitzt hier und dann gibt es so ein Drive-By-Shooting. Pam, 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 pam. Und ihr sitzt hier und isst. Quatsch. Aber es wäre natürlich krass. Ja. Aber ich bin gar nicht vorstellen. Dankeschön. Dankeschön. Das ist sehr, sehr gut. Schwein. Nein, Sachtin. Sachtin heißt guten Appetit. Ja, natürlich, natürlich. Ich verstehe Schwein, ja. Und auch wenn es super warm ist gerade draußen, esse ich trotzdem gerne. Ja. Ist heiß, aber ich muss essen. Weil später habe ich keine Zeit. Ich muss nach Frankfurt. Frankfurt, diese. Stunden Frankfurt, oder? Nein, Frankfurt 5 Stunden, ja. Gut. Berlin? Kein Geld. Krass, Mann. Der ist im neuen Video. Auch schön, Frankfurt. Frankfurt ist schön, ja. Ja, wir waren hier. Ich würde sagen, wir hauen dann noch wieder ab. Super leckeres Essen. Ich war auf jeden Fall mit am Start. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ja, ein paar Mal dreimal in ein paar Monaten bin ich ja auch hier. Ne? War mal wieder Zeit. Danke fürs Zugucken. Das war's dann auch schon mit dem Video. Mein Name ist J6, All in the Mix. Ja, Grüße gehen raus natürlich an den Inhaber, Mr. Abu Shaka. Und ja, Aziz natürlich der Goldmann. Wirklich, goldene Hände. Aziz ist ein Goldstück. Ja. So wie die Deutschen das sagen würden. Unsere Goldstücke. Freunde, ich bin draußen. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Berlin, Treptow. Ja, keine Einschusslöcher, nichts. Ja, die Jungs sind sauber. Vielleicht war da auch nichts und die Medien übertreiben halt. Ne? Nehmen dann irgendwelche alten Bilder aus den letzten Zeiten. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir hören uns im nächsten Video.